Herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir spielen immer noch auf unserem Raft. Ja, da kommt jetzt keiner drauf kommen, dass wir bei Raft immer noch auf unserem Raft sind. Auf keinen Fall, ist ja komplett unwahrscheinlich. Ja, wir sind fleißig am Haken auswerfen, was Ja. wieder nicht funktioniert. Keine Ja, Ahnung. die Sache hat nämlich einen Haken. Bennys seiner funktioniert nämlich nicht. Wir fahren auf die Insel, oder? Mein Haken funktioniert nicht. Der ist auch bald kaputt. Das sind wahrscheinlich schon die ersten Verschleißerscheinungen. Jetzt wird sie wahrscheinlich dann das Boot drehen und dann ist sowieso alles Kacke. Nee, aber die können wir ja umplatzieren. Ich halt jetzt mal Ja, verrückter Route. red doch nicht alles gut, was ich ganz schlimm finde. Ja, stimmt. Das wollte Alter, ich fahr jetzt da nicht. rüber, fahr rüber. Ich brauch Obst. Jetzt haben wir erstmal hier eine Tasse voll Süßwasser. Dishwasher? Ein Dishwasher. Paddel Damit hält aber wir auch auch. nichts aus. Hä? Und wir sind hier. Ich brauche auf jeden Fall schon wieder Nahrung, wie immer. Ich fäll mal die Palme da. Hast du eine Axt gebaut? Du bist ja ein Fuchs. Ah, Benny, unser Floß! Ach, hör auf. Doch! Das wäre ja übel. Tatsächlich fährt es einfach weg. Was bist denn du für ein Profi-Anleger? Ja, hör mal, kein Anker. Tschüss. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde in einem anderen Spiel. Ist ja voll ärgerlich. Tauchen gehen, Mann. Ja, das ist echt blöd. Aber wir fahren immer noch in die Richtung. Ne, wir fahren nicht mehr in die richtige Richtung. In die falsche Richtung. Aber wie gesagt, man kann die, glaube ich, abbauen, irgendwie entfernen. Wenn das dann weg ist, probier das erstmal. Ne, das ist dann einfach wieder im Inventar. Okay. Welche Richtung fahren wir denn jetzt? Okay, sehr schön. Die ist mir eh lieber. Das muss bloß um 90 Grad drehen eigentlich, das eine, was du gerade hast. Jetzt mein Fisch, der ist auch schon wieder gegart. Und so. Und so. Und so. Und so. Jetzt schaut das noch was aus. Resortig. Ah, ich muss halt einmal wieder einen Fisch mampfen. Kann ich den haben, der wo drauf liegt? Jo, aber erst wenn er fertig ist. Ja, danke, danke. Vorher würde ich ihn dir nicht empfehlen. Möwe. Man kann auch anbauen. Und da kommt dann mal die Möwe und versucht die Samen da rauszupicken. Oder Heide, Heide. Hi. Bis ich immer da bin, ist der schon lang. Sehr schön. Hat er schon lang alles aufgemümmelt. Und mittlerweile haben wir so ein gigantisches Riesenfloß beieinander, hä? Man kann die doch auch eigentlich irgendwie reparieren, diese Zeit. Wolltest du da rechts noch mal ein Dings hinbauen oder so eine Sammelteile? Und links auch. Aber ich brauche noch viel mehr Seil. Ah ne, ich habe voll viele Palmblätter jetzt wieder. Oh, ich habe Hunger. Übelsten Hunger. Fisch ist fertig. Ja, krieg dich ein, Alter. Der macht einen Rambazamba. Ich habe anderen Fisch. Hau ich gleich drauf. Schauen wir mal, ob es was zum Trinken gibt. Ah, mein Gott, das ist alles so großartig organisiert da herin. Okay, langsam läuft der Laden. Ich muss also sagen, ich kann mich nicht beklagen über unsere Versorgung. Planken und dann Ja. nochmal ein Netz bauen. Irgendwie beißt nichts an bei mir, jetzt aber. Das dauert echt lang, stellenweise. Ach komm, jetzt habe ich das Fass wieder nicht gekriegt. Kannst du nicht einfach hinter mir einen Teil von dem Floß rausbauen? Ja, Ich komme immer hoch. Was zur Hölle ist denn hier los? Okay, machen wir das mal hier ein bisschen vernünftiger. Nicht, dass da noch mal einer ins Wasser fällt. der Mond schaue, wie schön das ist. Da.
bin so erregt. Erik. Nur bei dir werde ich Erik. Oh mein Gott, dieser Film, Benny. Das ist nicht lang her, da haben wir nochmal geschaut, gell? Der war wieder so gut. Ich will doch nur alle Menschen seidig glänzend machen. Oh! Dein Glück. Hallo, ich brauche bloß nur ein Seil für das Netz wieder. Ich wollte ja auch noch einen Spawn eigentlich. Oder habe ich ja gar nichts dafür? Einen Jägerkill mehr? Ja gut, wir müssen doch noch eins hinbauen, dann schaut sich schon wieder ganz gut an. Ich hab nur. Können wir durch noch mehr Loot durchfahren? Ja, es ist echt faszinierend. Das bringt gar nichts bis jetzt. Naja, doch, ein paar Planken und so gekriegt. Das Fluss ist eh schon echt groß eigentlich. Ja, ich habe jetzt Gas gegeben. Ja. Weiß nicht, wie groß sowas werden kann mit der Zeit, aber. Kreuzfahrtschiff. Schon, oder? Ja. Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff. Jetzt bin ich ja echt fast satt und hungrig, satt und nicht mehr durstig. Haben wir dann schon mal drüber geredet? Gibt es nicht sogar ein Wort für nicht durstig? Sit. Das, ja, genau. Verrückt. Sit. Satt und sit. Schrott habe ich ganz viel, Bruder. Mal schauen, was können wir noch bauen? Die Axt, da brauchen wir Bolzen. Bolzen kaufe ich sicher keinen. Das Einzige, was nicht eingesammelt wird, sind Planken. Aber jetzt kommt mal einer. Den Haken, den die gern bauen. Den Metallhaken. Mhm. Dein Pfeil? Oh, da brauche ich Kunststoff. Achso, ist ein Pfeil, da brauche ich dann. Mhm. Ja. Ich muss auch bald einen neuen Haken bauen. Eines Lager brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Nägel kann die wieder welche herstellen. Knädel. Metal. Knädel. Knädel. Eine Uhr. Eine Uhr brauchen wir ja überhaupt nicht. Das ist ja nahezu unfassbar, wie dermaßen wir keine Uhr brauchen. Ja, das ist wirklich das Letzte, was wir brauchen würden. Ein Eimer, was unkompliziert und nützlich. Für was braucht man denn? Ein Segel wäre halt auch ein Schmankerl, gell? Was? Bringt uns ein Segel? Ich glaube, ich irgendwann zum Segel kannst du halt so wie das Paddel benutzen. Das kannst du dann auch gehen und du kannst in eine bestimmte Richtung fahren. Natürlich fährst du auch schneller und sammelst natürlich auch mehr Zeug. Ja, da fällt nicht voll für ein Segel, glaube ich. Mir fehlt auch nicht viel. Naja, okay, doch. Nee, Schrott. Ich hab jetzt Schrott lauter Nägel gemacht, Mann. Was wollte ich eigentlich machen? Oh. Hör auf! Knusper's nicht! Ich hab wirklich im Kopf, dass ich den eigentlich, wo ich alleine gespielt habe, öfter getötet habe. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Wie? Kann man das reparieren? Kann man das gar nicht reparieren? Es geht irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wie. Ein kleines Lager, das wäre ja auch mal toll. Ja, habe ich auch überlegt. Aber irgendwie haben wir da, finde ich, Kornmangel. Ja. Was echt krass ist, da wo ich das alleine gezockt habe, da habe ich so viel Zeug sammeln müssen. Platz im Inventar hatte. Aber das war halt so, da war ich natürlich schon ein gutes Stück weiter. Boah, scheiße, ich verhungere ja schon wieder fast. Ich muss mal angeln, ich hab nichts mehr. Mhm. Aber ich hätte sogar noch einen rohen Fisch da, aber. Meine Angel gibt bald einen Geist auf. Oh, jetzt wird's wieder stürmisch. Alter, ich verdurste. Werd fertig, Wasser. Ja, es war keins drin, ich hab jetzt gerade aufgefüllt. Ich hab doch davor auch schon aufgefüllt. War nicht. Oder doch? Ich weiß ja nicht mehr genau. Vielleicht hab ich auch getrunken, kann auch sein.
dass die Fische bei so einem Sturm überhaupt beißen, ist eh. Ja, das sind verrückte Burschen, aber ich glaube, dass unter Wasser kein Sturm ist. Das glaubst aber auch nur du. Das Trinken bringt wenigstens ordentlich was. Stimmt, ja. Oh, ein Fass in unserem Auffangkörbchen, ha? Was sagen wir denn dazu? Schmankerl. Meine Angel ist putt. Es gibt doch auch einen größeren Grill, oder? Ja, bestimmt. Steht ja bei dem sogar einfacher Grill. Bei uns noch ein Netz. Zack. Hier daneben. Voll. Daumen hoch. So mag ich das. Ja, Netz haben wir jetzt schon ordentlich was zusammen. Ja, langsam aber sicher, ja. Summiert sich das Ganze. Achso, Segel wollte man schauen, gell? Jetzt fällt mir bestimmt wieder voll, ja. Oh. Das haben wir eh fast gekannt. Die Sonne geht auf. Oder der Sturm hört auf, eins von beiden. Du hast beides recht. Ah, so einen zweiten Grillbauer. Du bist ja ein absoluter Ehrenmann. Kannst richtig reinhauen jetzt. Läuft's dir ganz gut, oder? Ich bin ja schon wieder übertriebenst hungrig. Boah, ich habe unser Floß so immens vergrößert, Alter. Ja, ich habe es gerade festgestellt, dass das doch sehr gewaltig geworden ist. Ja, also, ja. Oh, hi. Hi. Boah! So eine Nutte, Alter. Weil kaum baue ich alles, was ich habe, für mehr Bredel beißt er uns weg. Das ist echt zum Verteifeln ist das, hä? Fast ein bisschen zu groß, also. Ja, ich baue jetzt hier noch ein Netzding hin und die Reihe davor und finish. Nee, ich dachte sogar das nicht mal mehr machen. Ja, dann dachte ich wenigstens da drüben abschließen, dass er da nicht reinknuspern kann. Das Problem ist, das macht er ja trotzdem, der könnte ja auch da vorne reinknuspern. Ich dachte das so lassen. Ich würde auch die Reihe sogar wieder wegmachen, weil wir tun uns dann echt schwer mit dem Anlegen und auch bei diesen kleinen Dingen. Mhm. Gut, stimmt. Und, ja, schauen wir mal. Oh, es sammelt schon abartig viel ein. Ich bin echt permanent am rausloten. Ich bin schon leer eigentlich, ja. Ja, du latscht die ganze Zeit hin und her und sammelt es, ey. Warte halt, die sammeln ja 10 Dinger pro. Ja, aber ich hab doch so gern Zeug. Ich baue ja immer gleich was draus. Also, jetzt brauche ich zum Beispiel eine Angel. Pass auf, zu dem Teil kommen wir jetzt mal hinfahren. Das schaffen wir, ja. Ja, aber das ist gleich Schrott. Es kann sein, dass es das nicht übersteht. Okay, meine Angel ist auch Schrott jetzt. Die gegarte Makrele ist fertig. Ich leg die in meinen Magen und leg noch Hering drauf. Oder magst du die Makrele? Brauchst du schon dringend was zum Essen? Ja, nee, ich denke nochmal. Bratkartoffel ist auch gut, oder? Bratkartoffel habe ich nochmal. Die habe ich auch mit sehr viel Liebe gebraten. Danke dir. Ja, die schaut auch aus wie so ein aufgerissener Anus. Ja. Ich sehe schon, dass die von dir ist. Ich glaube, wir kommen hin. Naja, ein bisschen vielleicht. Ich kann halt Angel auch schon wieder keine mehr bauen. Ja, doch, geht. Und dann ganz schnell drauf, looten und wieder raus, oder wie? Genau, es ist bloß diese rote Kiste, die da steht. Muss nicht so mega schnell sein. Ich glaube nicht, dass man. Vielleicht kommen wir auch ganz hoch, aber ich glaube eher. Oh, da steht auch ein Grill. Boah, das war ja voll für den Arsch, Alter.
hoch. Aber oben ist nichts. Das ist ja geil. Das war nix. Ja. Weil manchmal sind coole Sachen drin, aber es hat uns halt gedreht. Ja, es geht noch. Das kann ich wieder ausgleichen. Die Sammelfläche, die ist doch etwas geringer. Kann das doch nicht ausgleichen. Nee, kannst du ja nicht. Schade, deswegen macht es eher Sinn, wenn wir so Richtung rechteckig gehen und halt immer die Dinger umplatzieren. Ja. So ist jetzt eh blöd, jetzt schwimmen wir so schräg eigentlich. Ja, ich mach die Trümmer mal weg. Oh, die auf die rechte Seite. Mhm. Den hier noch. Hier hin. Einen hier. Was habe ich denn eigentlich in meinem... Ach, aber die Blanken selber, die kommen nicht weg, mal. Ne, die kommen nicht weg, mal. Weiß auch immer noch, wie man die eigentlich reparieren kann. Ja, ich glaube, das ist auch ein Reparaturhammer gibt oder so. Ne, wenn du rechts drückst. Ach, unten ist reparieren. Ja. Wo geht das? Zack, repariert. Repariert. Ach so, das ist quasi als Item. Jetzt alles wieder heile gemacht. Du bist der Beste. So, ich muss schon wieder fräsern. Und trinken, meine Güte. Boah, der Fisch hat nichts gebracht, scheiße. Eine Angel brauche ich wieder. Mhm. Ich auch. Die gute kann ich nicht brauchen. Die schlechte auch nicht, dann passt ja. So. Einen Bolzen bräuchte ich, dann könnte die bessere Angel bauen. Schade drum. Ich hasse ihn. Hey, hi. Ja, was, während du hier als zusammen den Schalutes? Ich habe keinen Speer mehr, doch, habe ich noch. Ja, meine Güte. Muss er das immer gleich wegknuspern da? Das Fass lässt mir jetzt. Muss ich dich von meinem Boot verbannen? Mit dem Fuß. Nimm's dir, mein Freund. Sei dir vergund. Ich hoffe für dich, dass da jetzt ein Motorrad drin ist. Das hoffe ich für dich auch. Nee, ein Stein. Fast. Wirklich auf unserem Fluss rumfahren. Ja, gut, das wäre schon cool. Ja, natürlich. Bringt ja nichts. Ja, ich habe eigentlich gedacht, man könnte die drüben da wegbauen, aber es geht leider nicht mehr. Du kannst bloß rappen. Hm. Hast du jetzt mal Wasser wieder ausgesucht? Ist ja so ein Hundlinge. So bin ich zu dir. Ja, wenigstens gleich wieder aufgefüllt. Ich bin jetzt eh voll eigentlich. Ja, ich überhaupt nicht. Ich habe extrem Durst. Angel. Mein Gott, habe ich Kreuzschmerzen. Gott, habe ich Durst. Ach, ich habe ja was zum Trinken. Wo bin das her? Ah, das war Salzwasser. Okay. Gut. Wo ich das her habe, weiß ich, glaube ich. Ich habe auch so eine Vermutung. Ja, eigentlich sind wir jetzt bald wieder gut genug ausgestattet, um wirklich mal nach einer Insel wieder zu kicken. Sammeln die Teile eigentlich oder sollte man die vielleicht drehen? Ach, paddeln müssen die mal wieder, oder hast du mittlerweile wieder eins? Nee, auch nicht. Ja, die sammeln aber ob die. Mit seinem Speer die Palmblätter raus. Halt. Ich würde jetzt mal ein Lager machen. Oh, das kann ich gerade eins bauen, dann habe ich wieder keinen Kunststoff und Schrott. Dann vielleicht nicht. Ja, man wird geizig, gell? Ja. Ist auch gerade überlegt.
Ich glaube, sinnvoller wäre ein Anker. Ihr hättet zum Beispiel wieder ein Paddel kaufen können. Aber irgendwie möchte ich jetzt dann doch lieber das Segel bauen. Dann hätte man nicht immer das Geschiss mit diesen Drecks. Hammeldingern da. Ach, den Wurfanker kann ich ja bauen, okay. Sehr schön. Hat der mal den hin? Du musst ins Wasser werfen. Jein. Weißt du, diese Planken, die du da überall hingeklatscht hast? Oder einfach so eine aus der Mitte gar nicht abbauen? Nee. Du konntest sie ja von der Seite nicht abbauen. Ist ja noch bescheuert, ja. Ja. Wollte das jetzt auch gerade wieder so viereckig bauen, alles, aber es geht nicht. Ja, da würde ich gerne einen Anker irgendwo in die Mitte bauen. Damit der Hai nicht abzwickt. Ah, doch, das geht. Wie? Mit der Axt. Ah, okay, die habe ich nicht. Aber dann ist Schrott, oder? Ne, du sammelst die Teile dann quasi ein. Hm. Hey, wie schön, das ist ein so ein Ding, das da noch drauf, so eine Sonne auf dem Eimer. Total süß. Ist das der Anker, das? Drill uns nochmal ein bisschen was. Ach, so viele Palmblätter. Schnell beiß an, dann schnappe ich mir den noch. Ah, Palmblätter habe ich jetzt, glaube ich, nur. Dann kann die jetzt das Segel bauen. Mal wieder ins Wasser gefallen, jetzt bin ich bei meinem eigenen Loch reingefallen. Das war dem, was ich gebaut habe. Segel. Nein, immer noch ein Palmblatt, Alter! Boah, das tut halt schon weh, gell, das Segel. Mhm. Aber das lohnt sich. Also, einfach in die Mitte, oder? Ja, genau. Ja. Ja, so dass man recht gut hinkommt. Du musst das halt immer. Ja, du möchtest halt nicht so vor dem Forschungstisch bauen. Ah! Ah! Hab ich nicht. Nein. Mann. So. Aber es funktioniert saugeil. Oder wieso geht das nicht die Flipke aus jetzt? Jetzt aber. Jawohl. Sehr schön. Ja! Mai, du mit deinem blöden Loch! Ja, schau mal, wo ich bin. Scheiße. Dreh das Segel um, schnell. Nein, was tust du denn? Ja, der Hai ist tot. Ich hab das Haifleisch rausgeholt. Ach so. Ah, wie geil. Sehr schön. Hat sich das Segel schon gelohnt. Jetzt schaut es schon echt gemütlich aus, unser Floß. Mhm. Was meint ihr, Freunde da draußen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch unser Floß gefällt, lasst ein Abo da. Allerdings um uns ringen. Das war kein Scherz, auch wenn es sich immens sarkastisch erklärt hat. Das ist das Riesenfleisch, was ihr da drauf klatscht. Alter. Ich muss eh schon wieder knuspern, aber ich habe noch einen Fisch im Sack, geil. Der hat jetzt auch krass viel gebracht. Ich muss halt mal schauen, was für einer das ist. Dieser Rotbarsch, Buntbarsch oder so, der bringt viel. Der rote Buntbarsch? Ja. Alter, unser Sammelsuspensorium ist auch heftig. Naja, jetzt mal die Dinger wieder darüber, weil dann hat die Song, fahren wir immer in die Richtung. Mhm. Ja, aber das also drehen kannst du uns ja nur die Richtung los. Drehen kannst du das Boot. Schwimmen. Und das, ich bin schon der Meinung, wir hatten ja so eine Grundströmung. Wenn du in die gleiche Richtung mit dem Segel fährst, dann bist du noch viel schneller. Wenn du quasi in die entgegengesetzte Richtung fährst, dann bist du sehr langsam, da stehst du eigentlich fast. Was will man? Und wir finden jetzt raus, was unsere Grundströmung ist. Segel einlassen, einholen. Und schauen, wo man dann hinfahren muss. Genau. Ja, wahrscheinlich fahren wir jetzt weiter in die Richtung, wo wir schon, ne? Ja, wir dachten, ja, das passt schon. Okay.
bisschen diagonal fahren, aber das wäre es mir jetzt wert, dass wir geradeaus fahren. Jetzt bin ich schon wieder reingefahren worden. Ich hab's gesehen. Wenn wir zwei entgegengesetzte Dinge bauen, könnte es sein, dass wir dann fliegen? Ja, das kann sein. Soll ich ein Bett bauen? Ich finde bis jetzt die Nächte mit dir nicht so schlimm. Ja, da kannst du halt dann wiederbeleben. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob das mal nötig sein wird. So, jetzt liegt's. Schau mich mal kurz an. Alter! Sehr schön. Total gemütlich. Kann den Heilkopf erforschen. Ihr könnt. Ich denke mal gerade, warum konnte ich nicht zum Haken wechseln? Der war über die Angel nur ausgeworfen. Hm. Da drüben ist eine Insel. Eine riesige, glaube ich. Okay. Kommen wir da hin? Steuern auf Insel! Ich möchte endlich irgendwas Metallenes bauen, verdammt. Mhm. Metallhaken, der hat mir reizen. Eine Axt habe ich noch gar nicht. Ach, die normale Axt könnte ich jetzt bauen. Ja, jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Ja. Nein! Nein! Und? Fuck! Was ist los? Ich habe eine Axt gebaut, aber mein Inventar war voll und habe das einfach fallen lassen. Das ist bitter. Ah, da ist sie, warte. Scheiße, ich komm nur mal rein. Hast du ein Bett gebaut? Ja. Oh, wieso schwimme ich so langsam? Also Axt habe ich... Oh, Gott sei Dank. Das hat mich jetzt böse abgefuckt. Okay. Gerettet, Mann. Meine erste Axt, weißt du? Die habe ich noch keine gehabt, gell? Boah, jetzt wäre fast wieder reingefallen. Okay, dann mal rein. Bisschen rangieren. Boah, schau mal, wie fett die Insel ist, das an Gebäuden ist. Ja, jetzt bin ich eher wieder reingefallen. Du bist auch ein Gebäude. Ja. Ja, es hat von Weitem so ausgeschaut. Ich hab dann auch erkannt, dass es Bambus ist. Brauchst du gar nichts einbeuten. Mir gefällt es übrigens auch besser, in diese Richtung zu fahren, irgendwie. Okay. Weil die, unsere Sachen irgendwie so ausgerichtet sind. Ja, das stimmt. Ja. Passt irgendwie besser. Aber kommen wir da wirklich hin? Ich hab das Gefühl, wir fahren trotzdem dann vorbei. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Ja. Das war der falsche Knopf. Sanftes Drehen. Was musst du bloß rechtzeitig an Onka auswerfen, gell? An Onka? Onka! Wie wir früher beim Hufschmied immer gesagt haben. Wir haben nicht bei Hufschmieden ganz oft Anker ausgeworfen. Ja. Damals war das noch so. Gang und gäbe. Da haben wir uns immer die Gänge gegeben. Da ist mein Hai, mein gegarter Hai. Boah, das ist ja brutal echt viel so heiß, da ich so wieder raus. Die hauen halt mal rüste Schrimm, gell? Können wir da auch einen umnommen? Ja, liegen auf dem Grill. Einer ist fertig, beim anderen fehlen Planken. Planken habe ich. Okay. Oh, scheiße, ich muss ja ankern. Ankern wäre cool. Aber stängern eh irgendwie. Ja. Ja, ich schmeiß den Hai dann mal auf den Boden, weil ich wieder nichts tragen kann. Sollen wir vielleicht doch mal ein Lager bauen? Ja, ich schau gerade, was das kostet. Ja, ich baue uns. Nicht gedacht, dass ich da. Öffnen, was kommt da jetzt rein? Kadepfe. Ist da Samen, bringen eh noch nichts. Rest möchte ich ja nicht fast behalten. Wir könnten uns überlegen. Boah, das ist aber auch wirklich ein sehr kleines Lager, gell? Das ist sehr klein, das stimmt. So. Brauchen wir es dann langsam? Also ich glaube, was ich jetzt. Nein. Unglaublich viel, aber. Oh ja, hey, also Baumfällen bringt aber was. Ja. Kokosnuss. Genau.
Aber wichtiger ist jetzt echt das Unterwasser, oder bei dir? Blöd, dass jetzt auch nur Nacht ist. Hoffentlich ist da wieder so eine Kiste. Die hat vorher übel Nikon. Ja, habe ich schon geschnappt. Achso, hat's was gebracht? Ja, ein Haufen Planken waren drin, aber sonst nichts. Was sonst noch? Ja, du blöder Hai, man lass mich in Ruhe. Ansonsten war es jetzt nicht so der Brenner hier. Ja, mein Inventar ist mal mehr schwarze Blume, die schaut echt fertig aus. Brauche ich halt nicht. Mir wurscht die auch schon. Wo muss man da hintauchen für? Schwarzer Samen. Füge Wasser hinzu, um eine Blume zu erhalten. Ja, schon relativ tief runter. Du kriegst dann auch später noch irgendwann so Taucherausrüstung, die ist halt auch nötig. Ja, das habe ich gesehen. Stacken die Baupläne? Nein, natürlich. Empfänger und Antenne, ja, das ist ja schon mal was. Ich hätte gesagt, wir packen. Du also ich blöder Kackhai. Find hier gar nichts. Außer, dass er gleich das auf. Nein, der hat ein Fangnetz abgebissen, der Hai. Nein! Ich habe keinen Speer mehr. Ich ertrinke schnell, 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 schnell! Oh, ich war das knapp. Ah, hier ist Schrott, oder? Hä, was muss ich da jetzt machen? Da zockt mir den Haken an. Ich muss länger draufbleiben auf dem Haken. Ah, okay. Ein Schrott. Und Stein. Mhm. Super. Und jetzt ist mein Haken kaputt. Okay. Wird da nur mehr Schrott liegen? Ja, ich komme auch gleich. Mal schauen, vielleicht kann ich mal zufällig einen Haken bauen. Aber das zeige ich jetzt bestimmt nicht dafür. Doch. Und jetzt finde ich den Schrott nicht mehr. Doch, hier war das. Oh, da ist der Hai schon. Hey, du Arsch. Ah, da bin ich ganz froh, dass der sich da mit dir beschäftigt. Ja, super. Riesenmuschel. Oh. Da wären noch so viel Steine, aber irgendwie will ich den nicht mitnehmen. Was ist das? Kupfer. Ja, sehr schön. Und Sand gibt's auch, das müssen wir alles erforschen. Wo der Hai rumschwimmt, der ist ja voll an. Okay, also wir müssen uns echt länger aufhalten an den Inseln. Das, was da alles gibt. Oh oh, das ist bei mir. Sehr schön. Nein, das ist doch nicht schön. Für mich schon. Nein, der hat mich geomnommt. Tot oder was? Nein. So. Aber sehr in Mitleidenschaft gezogen. Nur zu mir wieder. Du kannst ihn wohl, wenn du den Speer im Moment zuschwimmst. Oh, warst gerade kurz weg. Also wenn er auf dich zuschwimmt und du dann mit dem Speer auf ihn stichst, dann kannst abwehren. Okay. Meine aber, dass das ziemlich schwierig ist, den richtigen Moment zu erwischen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Nächste Omnom bin ich tot. Wie heilt man denn? Mit der Zeit einfach an. Okay. Auf der Fähre, wollte ich schon sagen. Ja, hallo, das ist auch eine Fähre. Schon, gell? Ja. War noch nie auf irgendwas so stolz. Ich wohne noch niemals in New York. Beides cool. Ja. So, dann erforschen wir mal einen. Was? Kupfer. Kann ich nicht. Okay. Da brauche ich wahrscheinlich mehr davon. Ich jetzt, was wir noch erforschen könnten? Ton. Hast du Ton auch dabei? Ton habe ich nicht. Eine Muschel kann ich erforschen. Auch gut. Vogelnest gelernt. Okay. Weiß jetzt nicht ganz genau, was man an dem Vogelnest erlernen kann, aber ich habe es geschafft. Ja, da habe ich jetzt überlegt, ob wir einen Platz für Möwen zum Ausruhen und Eier legen. Abstand zu halten.
Aber er macht beim Kupfer schon so einen Button für erforschen. Mhm. Vielleicht ist es einfach zu wenig. Mittlere Anbaufläche. Kleine Anbaufläche. Ich stelle jetzt mal eine kleine Anbaufläche her. Das habe ich auch schon überlegt. Aber ich finde, das Obst irgendwie nicht so reinhaut. Ja, richtig, ja. Okay, also man muss auf jeden Fall bei den Inseln immer da, wo diese Korallen sind, dann schauen, oder? Weil überall anders sehe ich nichts. Ja. Guck mal, wenn man den Bambus klein haut. Okay, da kann man nicht mal die Melonensamen an. Palmsamen sowieso nicht. Du kannst jetzt nur die Schwarzblumensamen anbauen, oder? So ein Schmarrn. Ja, das könnte aber gut sein, dass das deine Beet quasi nur für Blumen ist. Ein Platz für Möwen zum Ausruhen und Eier legen. Achte darauf, Abstand zu halten, da Vögel leicht Angst bekommen. Ah. Wenn ich es jetzt nochmal bauen, mit der Axt zerstöre, geht und die. Ja, ich habe ein Vogelnest gebaut. Okay. Da. Du bist ein blöder Hai, Alter. Aber das ist noch ganz, oder? Ja, reparieren müsste man es. Da schau die Möwe. Schau doch hier. Verscheuch's nicht, pass auf. Ui. Hier legt unser Ohr. Faszinierend. Da schlüpft dann eine Babymöwe. Und die werde ich dann ganz doll lieb haben. Und die wird... Nein. Möwen sind unsere Freunde, kein Essen. Echt? Das war mir gänzlich neu. Wollen wir weiter cruisen? So bin ich auf den Hals. Ah! Bestimmt, ah! Ja. Schick mir doch nicht so. Nein, noch nicht. Ich will schon noch mehr holen, weil du brauchst nachher echt so viel von dem Zeug da. Glaube ich, habe nichts mehr gefunden. Das glaube ich nicht. Also Steine finden die heute nur ohne Ende, aber... Oh! Boah, hat der mich zerfleischt. Ja, ich hab's von hinten zugeschaut. War schon ein Stück weit erotisch. Ah! Oh, da ist noch Kupfer. Da ist Sand, Kupfer, da ist noch viel Zeug. Sand haben wir noch gar nichts gesehen. Wie schaut denn das aus? Also. Sieht man kaum. Ah, hier. Oh, nee, scheiße. Ben, ich bin tot. Ach du Scheiße. Warten auf Rettung. Fettmanns Haus tragen, finde ein Bett okay. Hast du jetzt eigentlich eins gebaut, ne, oder? Nee. Gedacht, das brauchen wir bestimmt nicht. Aber davon musst du doch rausgehen, wenn du mitspielst. Du stirbst doch immer bei irgendwelchen Survival-Spielen. Hat voll lustig ausgeschaut, wie du mich rumgetragen hast. Da bleibst jetzt locker, das passt schon. Ja, du darfst jetzt aber nicht verrecken. Oh. Bau doch lieber ein Bett. Ja, bleib doch mal cool hier. Kriegen wir schon hin. Japanische Angst, was geht denn hier ab? Japanische Angst? Japanische Angst. Ich kann ja nicht mal annähernd ein Bett bauen. Mir fehlen Nägel, mir fehlen Palmblätter, mir fehlen Planken. Geil. Meine, die Nägel haben wir jetzt. Wieso habe ich denn keine Planken? Wie zur Hölle geht denn das? Hast du noch eine Palme stehen lassen auf der Insel zufällig? Nee. Super. Ich hätte aber sehr viele Planken. Das haben wir jetzt davor, dass du immer alles wegklust. Blöd. Wirklich gar nicht mehr. Was ist, wenn ich aufgebe und wiederbelebe? Keine Ahnung, gute Frage. Ich würde schon gern mit dem Bett probieren. Das ist halt toll, wie du das alles für meine Rückkehr vorbereitest. Hast du so ein Welcome-Home-Schild gemacht? Dafür ist keine Zeit. Ja, da habt ihr trotzdem was. Batz, wie er den reinschmeißt. Ah, nee, bin gar nicht so durstig. Das füllt es anscheinend wieder auf. Dann trinke ich das Wasser jetzt selber. Aus der Nein, dein blöden Schädel. Kann ich irgendwas in meinem Möwenkörbchen? Nö. Möwenkörbchen. Wo möchtest du denn hinfahren? So, oder? Du mal Segel einholen und schauen, in welche Richtung. Ich glaube, eigentlich die Richtung fahren müsste eigentlich sogar stimmen, aber ich habe jetzt extra Kloppes. Oh. Ja, hat gestimmt. Nur, dass halt die Fangkörbe wieder richtig montiert sind. Jo.
fange uns noch ein bisschen besser. und ich erforsche, was will ich erforschen? Die Feder. Ui. Weißen Pinsel und der Hängematte. Schmeidig. Hau ich das hier weg? Oh Gott. Ja. Ja, lass mich mal so. Jetzt habe ich auch nichts übrig, ist auch blöd. Egal. Machen wir doch nur hier. Hast du, willst du eigentlich noch eine Art machen? Weil mein Hund fällt gleich aus dem Bett. Oh, Alter. Sich jetzt echt retten, gell? Wieso hast du da eigentlich eins und ein Loch gemacht? Wo denn? Ja, mitten im See. Wo ist der Anker hin? Alter, kann man den bloß einmal hernehmen oder was? Willst du mich verarschen? Das ist ja voll bescheuert. Kann ja nicht wahr sein. Ich meine, den muss man doch wieder einholen können. Wäre jetzt aber auch ausgegangen. Shark. Ach, hat er schon wegknuspert. So ein Arschloch. Was bringt's Arschloch? Ah, Feder. Federn habe ich jetzt gekriegt. Erforsch mal die mal. Habe ich doch schon. Federn hast du erforscht. Mhm. Was kommt man da sagen, umwogenes Herstein damit? Mhm. Ein Pinsel und eine Hängematte. Ah, okay. Pinsel ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich habe übelst viele Planken und so eine Scheiße. Was macht Sinn? Was bauen wir? Sie meinen, ich ein Lager schmeißen, damit die mal immer nicht nur du hast, wenn du dann stirbst. Kann man mal im Set nochmal ein Lager bauen? Und? Wieso zur Hölle sammeln wir nicht? Das gibt's ja nicht. Das Ding könnte ich machen, die mittlere Anbaufläche, aber. Ein Eimer, für was der ist, weiß ich immer noch nicht. Da steht nur unkompliziert und nützlich. Ich schmeiß jetzt echt ins Wasser, mir wurscht. Hast du eine Idee, für was der Eimer sein könnte? Ich glaube, dass man den später braucht. Um mal größere. Zu sammeln oder zu holen. Konddekoration ist komplett uninteressant. Ja, dann hau ich die Planken mal ins Lager. Na gut, das Lager ist voll. Ja, das sind die Pläne drin. Wie macht man die Pläne? Was ich anhat. Dann kann ich erforschen. Da vorne kommt wieder irgendwas Größeres. Ach, das ist wieder so eine Einsturzinsel. Ah, Lehm kann man erforschen. Tonschale. Ne, Ton war das. Recherchiert vom Bench Tonschale. Okay. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was man damit macht. Gib den Ton an. Nehme ich an. 100%ig. Rangier mal ein bisschen, dass wir da hinkommen. Och, ich muss was essen. Eieiei. Ich hab was draufgelegt. Kannst gleich vernommen. Da knurrt mein Magen. So. Bisschen Rippen noch. So. Hast du noch was zum draufhauen? Auf den Hai oder auf den Grill? Grill. ja, ich habe auch schon wieder ein. Ich glaube, aber jetzt habe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich Süßwasser oder Salzwasser in meinem Becher habe. Ja, da ist vorher nichts passiert, wo ich das getrunken habe. Ich glaube, man kann nur Süßwasser trinken. Ich meine, man kriegt da mehr Durst irgendwie. Also ich habe jetzt keinen Schaden genommen oder so. Okay, das nicht.
Bloß drauf Ach, Entschuldigung, geachtet. Möwe. Ich glaube, du kannst das Nest noch irgendwo anders platzieren eigentlich. Irgendwo, wo man nicht ständig verbaut. Ach, Dass scheiß doch Möwe drauf. was ausbrütet. Ist doch toll. Brüten kann. Nehme ich es jetzt auf, ist mir wurscht. Warte. Ja, schon Kannst du mal weg, schon weg. Segelei holen vielleicht? Ja. Oh, Rezept für irgendein Bullshit. Ne, passt schon. Okay. Okay. Was war das Rezept für Irgendein Bullshit. Früchtekompott, das in einem Kein Bullshit. Topf gekocht werden kann? Okay. Ja, ist kein Bullshit, das ist richtig. Also Früchtekompott ist jetzt vielleicht nicht das, was ich essen würde, aber Immerhin. so, ich hau mal wieder was auf den Grill. Zack. Hier haben wir doch ein bisschen eine Fehlkonstruktion, oder? Wir haben so einige Fehlkonstruktionen, glaube ich. Aber muss man den Anker in der Mitte quasi werfen? Kommt man denn nicht hinten am Boot oder Du so? kannst auch hinten hinbauen, aber dann ist ja die Gefahr groß, dass in der Hai wegknuspert. Ja, wie macht das jetzt mal? Ja, das ist ja eh weg, das Ding. Ah, mein Gott, der hängt ja da schon wieder dran. Ah, nein, ich habe nur eins übrig, glaube Ich hatte jetzt ich. Ah, auch noch okay. eins. Gott, aber jetzt haben wir halt echt nur noch drei da dran. Jetzt muss ich echt mal aufpassen. Weil wir halt auch echt, ich weiß nicht, was da falsch läuft, aber wir sammeln echt nichts mehr mit dem Zeug. Oder sammelst du das nach wie vor die ganze Zeit ein? Nee, da ist nichts mehr dran. Ja, genau. Was auch nicht warum. Mann, ich möchte irgendwas bauen. Aber es macht ja. Ich möchte irgendwas bauen, aber es macht irgendwie nichts Sinn. Ja, ist total komisch gerade. Irgendwas neu erforschen, aber geht auch irgendwie nicht. Braucht bald einen neuen Haken. Mir kommt es irgendwie so vor, als hätte man irgendwas nicht erforscht, was voll offensichtlich wäre. Was so Holz nicht neigelegt oder so. Ja, habe ich ja schon überlegt, aber. Oder kommen drei Fässer. Jetzt ist mein Haken kaputt natürlich, Ich genau. brauche auf jeden Fall mal Schrott, dass wir die ganzen Metallsachen mal Den bräuchte ich bauen auch noch. können. Das heißt also, wenn wieder eine große Insel kommt. Hast du eigentlich, willst du noch mal eine Anmod-Abmod machen? Habe ich schon zwischendrin. Ach so, wir spielen ja schon wieder Stand. Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Alter Vater. Nicht schlecht. Yeah, da kommt noch eins. Ja, Freunde der Sonne, wir hören jetzt auf. Komischerweise habe ich aber nächste Woche genau das gleiche an. Nicht, dass dann mal irgendwann erschreckt, hast du immer nur die gleichen Klamotten? Das bin ich. Ja, okay. Ja, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und Benny, möchtest du was loswerden? Ja, ich konzentriere mich gerade so übertrieben um die blöde Fahrt. Okay, damit auch von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dann besser Fässer fangen kann. Werd's üben. Der das Fass fangt, der wird man ihn nennen. Genau. Nicht Don Pistolero wie bei Cole, sondern Don Fassolero. Tschüssikowski.